Naja, sollen sie mich, was sollen sie mir schon antun, wenn sie mich erwischen? Mich mit ihren Massagestäben zu Tode prügeln? Das werde ich überleben. Ah? Alles zu? So ist da zu? Bin ich da nicht vorher reingekommen? Scheiße, bin eingeschlossen. Verdammt! Hier raus. Bin mit wahnsinnigen Nymphen eingeschlossen. Ah. Oh! Ah, ich habe immer noch über 100 Dietriche. Was ist jetzt? Ach so. Die Schwestern halten Zwiesprache mit Dibella. Sie ja, wieder abgeschlossen. Werden. Die Schwestern halten Zwiesprache ja, mit da Dibella. Wiederholt sich. Sie dürfen nicht gestört werden. Ich habe sie gar nicht gestört. Ich bin rumgeschlichen. So, wo ist der gute D-Gain? Da nicht. Die Gaine. Okay. Ah, da wird mir schwindelig. Schwindelig. Der ist irgendwo da unten, oder? Wahrscheinlich wieder im Wirtshaus. Nein, in der Wohnkaserne wahrscheinlich. Wohin gehört? Steht also Mada diesen Morgen. Mögen die Götter uns beistehen. Ah ja. Ja, sag ich doch. Er ist in der Wohnkaserne. Arme Sau. Naja. Jetzt bringe ich ihm sein Ticket in die Freiheit. Ihr wollt sein. Das will niemand. Ach Gott, der hat sich eingesperrt. Muss ich jetzt wirklich so lange warten? Warten wir halt. Ich wette, wenn es jetzt Tag ist, ist er nicht mehr drin. Nicht umsonst hier reingekommen. Sage ich ja. Jetzt ist er wieder im Wirtshaus. Der pendelt immer zwischen Wohnkaserne und Gasthaus. Fast wie ich. Habe ich es nicht gesagt? Ist im Wirtshaus. Tacitus? Wo ist das eigentlich? Was ist das? Oh. Ein Wagen? So nennt ihr das also? Oh. Er schimpft gerade mit ihrem Lehrling. Da ist er. Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Nee. Sie haben ach so, die, ja. Almosen. Gebt sie mir, schnell, bevor man uns zusammen sieht. Ihr habt die Priesterinnen verärgert und die wäre mir auch peinlich, wenn ich überhaupt nicht gern. Wenn ich mit dir gesehen werde. Hier ist euer Anteil. Gut gemacht. Hey. Wo hast du denn die 150 Goldstücke her, du? Mieser Sack. Ich arbeite mit Silber. Genau wie mein Vater und sein Vater vor ihm. Und sein Vater vor ihm. Flöte. Das blutigste Fleisch in so, wo ist der? Üh, der singt sicher. Ich ihn anspreche. Wow, der ist im Palast. Calzelmo. Festung Unterstein. Festung Unterstein. Wow. Ganz schöner Stein. Da lädt's eine halbe Stunde. Was habt ihr zu verbergen, Priester? Oh. Ich verberge überall wird gestritten, wo ich hingehe. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Nicht mein Tag heute. Zuerst werde ich um meinen Anteil betrogen und jetzt hindert ihr uns daran, gerate ich dauernd in den Streit von anderen. Muss es ausbaden. Der toten Ruhe meiner Ahnen gerade stehen. Das reicht, Tongvor. Wir sind fertig.
Bruder Verulus. Wenn es um die Halle der Toten geht, nein. Die könnt ihr nicht betreten. Oh. Was ist die Halle der Toten? Neu in Himmelsrand? Ich war auch erst verwirrt. Die Nord bezeichnen ihre Mausoleen als die Halle der Toten. Mhm. Dort sind die Bewohner der Stadt beerdigt. Väter, Vorväter, Mütter, Ahnen. Töchter. Warum nicht? Ich kann nicht darüber reden. Nicht, dass ich rein wollte. Dass der Jarl jedermanns Sorgen hört. Bald werdet ihr die Toten wieder besuchen können. Hm. Ich werde dann bald euch besuchen da drin. Ich könnte euch helfen, wenn ich wüsste, worum es geht. Na schön. Ich wollte ohnehin vorschlagen, dass der Jarl jemanden einstellt, um das Ganze in Ordnung zu bringen. Mhm. Wir haben entdeckt, dass einige der Toten gegessen wurden. Fleisch wurde abgenagt und Knochen wurden zerbrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Pfui. Bisher haben wir noch nichts und niemanden erwischt. Ja, Wölfe. Es ist, als wüsste der Täter, wann ich da bin. Ich weiß nicht. Wenn ihr die Angelegenheit ergründen könnt, wird euch die Priesterschaft von Arkai belohnen. Nehmt meinen Schlüssel und seid vorsichtig. Bin ich immer. Seid vorsichtig in der Halle. Ja, ja. Wir wissen nicht, was darin ist. Halle an der Saale. So, zuerst bringe ich den Ring da zu dem Magier. Kalzelmo. Was macht ihr hier? Die Ausgrabungsstätte ist geschlossen. Ich brauche keine weiteren Arbeiter oder Wächter. Ausgrabungsstätte? Ruinen unterhalb von Marker. Eine Zwergenruine, aha. Die Fülle von Artefakten, die ich schon zwei Menschenleben lang erforsche. Zwei? Idiot. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Der angesehenste Gelehrte auf dem Gebiet der Dwemer in ganz Tamriel. Oh, Verzeihung. Ständig kommt jemand und stört mich. Ich, es tut mir leid. Ich habe mich ein wenig in Rage geredet. Ich bin inmitten einer sehr anstrengenden Arbeit. Und ich hätte euch nicht anschreien. Ihr seht dem Wasser beim Fließen zu. Wie kann ich euch helfen? Hier ist eine Lieferung von Kiera. Ach ja, richtig. Ich vergesse ständig, das abzuholen. Arme Kiera. So eine geduldige Frau. Nun, dann solltet ihr wohl etwas für eure Bemühungen bekommen, nicht wahr? Wow, wie wäre es mit etwas Gold? Ich habe festgestellt, einen Luftballon. Dass es recht beliebt ist. So redet er mit mir. Wow, der gibt mir 600 für den Ring. Also für die Überreichung des Rings. Und zuerst habe ich nur 150 bekommen. Ah, das ist ein... wie sagt man? Schüler. Oh, ihr erforscht die Dwemer? Ja, ihre Geschichte und Kultur sind hier in Markart allgegenwärtig. Ein Volk von Steinmetzen, Kunsthandwerkern und Technikern. Oh, da oben ist ein sie Centurio. Sie haben Maschinen erfunden und ausgedehnte unterirdische Städte gebaut, in denen sie Kräfte erforschten, die sich hinter denen der Götter nicht verstecken mussten. Und dann, wir wissen immer noch nicht, wann genau verschwanden sie. Das ganze Volk. Alle auf einmal. Hm. Nur ihre Werke blieben zurück. Merkwürdig. Wie bei den Dinosauriern. Warum braucht ihr dann Wachen, wenn sie alle verschwunden sind? Zu schützen. Es gibt da draußen noch mehr gelehrte Halsabschneider, die meine Ergebnisse stehlen würden, wenn sie könnten. Aha, darum. Und die Ausgrabungen in Nechuanzel sind gefährlich. Dwemer-Maschinen und Fallen funktionieren auch nach Tausenden von Jahren. Oh, shit. Tausenden von Jahren. Nicht schlecht. Ich möchte gern die Ausgrabungsstätte sehen. Ihr seid sehen. Recht hartnäckig, nicht wahr? Also gut. Wer wäre ich, dass ich dem Wissensdurst im Weg stehen würde? Ich lasse euch hinein, wenn ihr dafür etwas für mich tut. In der Huanzel gibt es eine Riesenspinne. Meine Arbeiter nennen sie Nimhe, die Vergiftete. Nimhe. Wenn ihr euch um Nimhe kümmert, lasse ich euch sowohl in die Ausgrabungsstätte als auch in mein Dwemer-Museum. Was sagt ihr? Die Spinne ist so gut wie tot. Enthusiasmus. Gut. Hier ist der Schlüssel zur Ausgrabungsstätte. Aha. Werf deinen Blick darauf. Was kann ich von dir kaufen? Hast du ein schönes Zauberbuch für mich? Beschworene Blitzrune, Eichelhaut, Eisstachel, Feuerblitz. Hm. Heilende Hände.
Herzenschein. Echter Schutz. Schnellheilung habe ich schon. Seelenfalle, habe ich das nicht auch schon? Zwerge, nee, danke. Merunes Klinge hätte er gern. Nee. Behalte ich. Ja, ja, das Erzmagier Gewand, das hättest du wohl gern. Schau dir das an. 15% weniger Magiker, 50 Magiker plus und regeneriert 100% schneller. In Verbindung mit meiner Maske sind das schon 200%. Heilige. Das verkaufe ich auch. Das verkaufe ich ihm. Das kann er sich nicht mehr leisten. Gut. Was? Oh, auf Wiedersehen. Was, wo? Und da. Zwerge. Die sieben Zwerge. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Nein, nein, ich gehe ja schon. Keine Angst. Töte nimmer die Vergiftete. Zuerst schauen wir mal die Halle der Toten, sonst komme ich ja noch ganz durcheinander da. Düsterklinge. Lass mal jetzt mal. Vorerst außen vor. Geht's da zur Halle der Toten? Da liegt auch ein Buch. Ganz schön belesen. Meine Artgenossen. Das sind doch alles Dunkelelfen, oder? Nein, die ja nicht. Bruder Verulus, ja. Findet heraus, was in der Halle der Toten vor sich geht. Ja. Arkay wird über euch wachen. Hoffe ich. Ich werde mich aber nicht darauf verlassen, dass mir Arkay hilft. Nicht viele würden nach Stahl und Blut riechen, blindlings in eine Krypta hineinlaufen. Aber habt keine Angst. Ist das der Kryptkeeper? Ich spüre den Hunger in euch, wie er an euch nagt. Ihr seht weiblicher Kryptkeeper. Das Wasser im Munde zusammen. Euch knurrt der Magen. Die Kannibalin. Schon gut. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt. Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Ja, dann schieß los. Ich bin ganz Ohr. Steinbett. Ah, da ist sie. Ihr wart jung, Iola. Als ihr zum ersten Mal Menschenfleisch probiert habt, nicht wahr? Ein Bruder oder eine Schwester war gestorben? Ein Unfall, natürlich. Eigentlich habe ich noch nie Menschenfleisch probiert. Neugier. Was konnte ein Werwolf schon schaden? Jetzt ist alles gut. Oder? Ihr doch, habe ich. Gefunden, die euch versteht. Naja, gut, als Werwolf ist was anderes. Gefühle ablegen. Wovon redet ihr da? Die Erinnerung an ihr erstes Mal. Die Scham erstes Mal, ja, da war die Scham auch groß. Ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken. Die Scham war zu Namira, groß. Und ich war noch Verteils, zu klein. Nehmt euch so an, wie ihr seid. Sie hat einen Ort, aber ich bin reingewachsen mit der Zeit. Können, ohne dafür verurteilt zu jetzt werden. Ist es umgekehrt. Wo liegt dieser Ort? In der Windklippenhöhle. Aber die Toten sind vor kurzem aus ihrem Schlaf erwacht und ich wurde hierher vertrieben. Trefft mich dort. Wir werden uns zusammen den Weg zu Namiras Umarmung freikämpfen. Namira. Bis dahin sagt den Leuten von Markarth, dass ihre Toten nicht mehr gestört werden. Wir haben größere Pläne. Mhm. Der Geschmack des Todes. Freie die Windklippenhülle von den Draugr. Wow. Schlö. Das ist sogar ein Main. Also Main nicht, aber ein größerer Quest. Gut. Sagen wir ihm Bescheid. Da geht's raus, oder? Ich kriege eine Belohnung. Ja, da steht er noch immer. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Wir werden die Halle sofort wieder eröffnen. Hier, nehmt mein Amulett als Belohnung. Amulett von Arkay, das ist absoluter Schrott.
Arkai schütze euch. Verdammt, schon wieder keine gescheite Belohnung. Es will heute einfach nicht klappen mit den Belohnungen. Wo ist diese blöde Windklippenhöhle? Das erinnert mich an diesen Quest von New Vegas, glaube ich, war es, oder? Fallout New Vegas. Mit den Kannibalen. Der war auch nicht schlecht. Was braucht ihr? Maul. Okay. Schauen wir mal, wo die ist. Wasserwindfelsen. Oh, das ist unten. Oh, da komme ich nicht gescheit drauf. Scheiße. Wäre es fast besser, ich gehe von hier. Da komme ich darauf irgendwie. Die Frage. Da sind zu viele Wolken davor, ich sehe nichts. Es ist nicht immer empfehlenswert zum nächsten Punkt schnell zu reisen, wenn der schwer zugänglich ist, aber ist sonst nichts, du Schnickjal. Ja, ich probier's halt. Heilige Mutter Gottes. Aha. Die sieht aber nicht. Ja, sie sieht nach Mitgefühl aus, aber nicht nach Liebe. Bin ich mir was anderes vor. Oh. Ja, darauf muss ich. Ah, scheiß Drache. Bist du ein Frostdrache? Muss ich mich in Acht nehmen. Ihr ein Frostdrache seid, mein Herr. Hier bin ich. Komm schon, mach hin. Geht doch. Kann ich hier rauf? Ist er? Ist der jetzt irgendwo gelandet? Nee, der schwebt da über mir. Was? Ups, ich dachte, er steigt auf. Ah! Verdammt. Ich könnte ja gleich mit dem Drachen kämpfen und gleichzeitig mich meinem Ziel ein wenig nähern. Erwischt. Ich nehme mal den Feuerball, vielleicht geht der besser. Was macht der da unten? Also. Es rumst schon mehr. Recht. Oh, da geht's ja rund. Alles auf einmal. Könntest du bitte damit aufhören? Dankeschön. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Drachenseele aufnehmen.
Rachekämpfen, Abgeschworenen abwehren, die mir in den Rücken fallen. Wahnsinn. Da sagt einer, ich bin nicht multitaskingfähig. Schauen wir noch, was der dabei hat. Gold. Mehr brauche ich nicht. Aber ich werde jetzt speichern.